Es ist kalt. Es ist schauderig. Es ist nass. Und es ist mysteriös. Es ist Myst. Real Myst. Bei Let's Play FK. Ich begrüße euch recht herzlich. Mein Name ist Florian Kiel und dabei ist heute. Der Quecksilber, hallo! Schön, dass du dabei bist. Ja, aber sicher doch. Dann würde ich sagen, legen wir gleich einfach wieder los. Wie es hier weitergeht, versprochen hatten wir natürlich im letzten Videopart, dass wir heute mit einem der ersten Rätsel beginnen. Und das Rätsel ist knackig, das sage ich euch jetzt schon. Na, Ja. vielleicht kannst du dazu einiges schon mal erzählen, warum du jetzt hier rumläufst und was für eine Tarantel dich gestochen hat. Ja, also beim letzten Mal hatten wir ja, uns die Insel ein bisschen angeguckt und uns vor allem auch die Nachricht bekommen von dem Atros, dass seine zwei Söhne, Cyrus und Echenar, erstmal komische Namen, ne, einige Zerstörung angerichtet haben. Darauf gehen die ganzen verbrannten Bücher hier zurück. Und wir haben herausgefunden, dass, sag ich mal, zumindest Cyrus hier in diesem roten Buch in irgendeiner Form eingesperrt ist, während wahrscheinlich Echenar hier drüben in dem blauen Buch eingesperrt ist und einen um alle jeweils angefleht haben, einem die Seiten in der jeweiligen Farbe zu bringen. Ja, die Frage ist, wo kriegt man die dann her? Also da habe ich jetzt schon die Lösung. Die Das ist die befindet sich Lösung? Echt? ja, in diesem Programmierskript dieses Spiels. Da sind irgendwo die Seiten. Richtig! Mensch, Hey, jetzt damit hast ist du ja schon das die Spiel. Antwort auf unser Gewinnspiel weggegeben. Ah. Jetzt habe ich das Spiel durchgespielt. Ich kann nach Hause gehen. Ja, toll. Wow. Okay, beenden wir das Let's Play. Nein, Nein. natürlich nicht. Ja. Gut. Ja. Wollte ich euch nochmal in diesem Raum kurz zeigen, was es hier hat. Hatten wir ein Gemälde. Der Witz ist, das kann man auch anklicken. Und dann erscheint auf der Karte der Insel noch die einzelnen Gebäude. Was interessant ist, all diese Gebäude, die jetzt leuchten, diese Bereiche, das Dock, die Zahnräder, dieses runde etwas, der Springbrunnen, dieses Häuschen und dieses Häuschen und die Rakete sind die Punkte, wo wir die Marker-Switches aktiviert haben. Also quasi nach oben geklappt, den Schalter. Während hier hinten, da war noch was. Erinnerst du dich? Da was? Ja. Was war denn da? Da stand noch so ein Glockenturm mit so einem kleinen Kasten davor mit zwei Rädchen drauf und ein Okay. Marker-Switch am Glockenturm. Und der ist nicht abgebildet. Also hier sind alle. Auf diese erscheinen offensichtlich alle Objekte, deren Marker-Switches eingeschaltet sind. Das heißt, was müssen wir denn jetzt eigentlich genau tun? Wir wollen ja jetzt ein Rätsel lösen. Ja. Und bei diesen Rätseln muss man immer rumprobieren. Und was macht man natürlich am besten? Man toucht einfach mal so ins Bild. Hast du das gehört? Oh mein Gott, wir haben einen Stiefel überfahren. Ja! Nee, das scheint irgendwas wie schwere Metallteile, irgendwas so. Und das ist genau der Punkt, wo diese Tonne, dieser kleine Turm oben auf dem Berg drauf sitzt. Ach, das ist der Turm. Richtig, das hier ist das Gebäude, wo wir drin sind, die Bibliothek. Und hier hinten ist der Turm und den kann man offensichtlich in alle möglichen Richtungen drehen. Okay. So. Und jetzt drehe ich den mal nochmal weiter. Der bleibt hier genau drauf stehen und zwar auf dem Marker-Switch wiederum. Bleibt die Sichtrichtung. Jetzt mal gucken, was der Turm macht. So, müssen wir erstmal wieder den Weg frei machen hier mit dem Bild. Das finde ich immer so cool, wie dann Aber das. fest, ne? Wir machen Wie. den Weg frei. Richtig. Genau. Nein, also du gehst jetzt schon wieder quasi in den Turm, wo du gerade schon mal warst, nur durch das Bild hast du etwas verändert, korrekt? Ja, und das werden wir schon gleich im Aufzug merken. Und das ist auch das, was ich meine, was ich liebe an den Details dieses Spiels. Passt mal auf, wenn wir jetzt hochfahren. Aha. Er hält zwischendurch, dreht sich und fährt weiter. Das heißt, der fährt woanders hin quasi, oder wie?
Er fährt nicht woanders hin, er fährt aber in eine andere Richtung. Und siehe da, da oben dieser schmale Schlitz ist auf einmal offen. Okay, warum? Ja, das wirst du gleich sehen. Und zwar zeigt er genau, wie ich gesagt habe, auf den Marker-Switch und auf die Zahnräder. Nun war hier unten dieses Symbol eines Buches. Und falls du dich an die Nachricht erinnerst, die wir von Atreus gelesen hatten, gehört hatten, da hieß es, wenn du nicht mehr weißt, wo die Bücher sind, denk an die Schlüssel, an die Codes. Und auf dieser Seite ist ein Buch, auf dieser Seite ist ein Schlüssel abgebildet. Und dieser, und jetzt ist hier auch so eine Plakette zu sehen, wo vorher auch nur blanke Wand war. Und da geht es jetzt los mit Notizen machen. Dieses Spiel kann man echt nicht spielen, ohne sich Notizen zu machen. 2 Uhr 40, 221. Mhm. Ja. 2, 2, 1. So, stellt sich die Frage, was kann man hier auf dieser Insel mit einer Uhrzeit anfangen? Man kann seinen Radiowecker stellen, damit man morgens wieder wach wird. Ja. Und dann kann man um 2.40 Uhr aus dem Bett springen, um Myst zu spielen. Ja, was für eine ungnädige Zeit. Aber naja gut, so sei es. Du darfst jetzt wieder... Achso, du musst sogar wirklich noch mit der Maus die Tür des Lifts schließen. Richtig! Okay. Und jetzt wieder, geht runter, dreht sich nach links und geht weiter runter. Also ist das damit klar, dieser Aufzug führt in einen drehbaren Turm. Auf geht die Tür allerdings von selber. Das ist Service, nicht wahr? Ja, das ist Service, da hat der Aufzugmonteur sich mal Mühe gegeben, würde ich jetzt behaupten. Ne? Ja, so, dann schließe ich das mal wieder und mache die Außentür auf. Gut. Die einzige Stelle, wo wir hier mit einer Uhr zu tun haben auf dieser Insel, ist hinten der Turmuhr, der Uhrturm. Okay. Ja. Und was hat so eine Uhr? Die hat einen großen Zeiger, der mit dem großen Rad bewegen kann, und einen kleinen Zeiger, der mit dem kleinen Rad bewegen kann. Und auf die Art und Weise kann man hier probieren, ob irgendwas passiert. Wenn man Knopf drückt, passiert nichts. Und du müsstest es meistens so, dass, sag ich mal, nur etwas passiert, wenn man es richtig eingestellt hat. Jetzt haben wir 2.35 Uhr. 2.40 Uhr. Und ein Geräusch. Voilà, wir kommen an den Glockenturm. Bitte? Simsalabim. Richtig. Und dann kann ich den hier auch gleich hochschalten. Und dann kommt man in den Glockenturm und kann dort tatsächlich einen Zahlencode einstellen. Da ist quasi ein Knackpunkt irgendwie. Ein Knackpunkt? Ja, ich sehe da 3 Zahlenrädchen. Ja. Aber nur 2 Hebel. Ja. Und du siehst ja auch, wie sie sich bewegen. Es bewegen sich erst einmal 2 Räder. Bei dem Hebel das oberste und das mittlere. Und bei dem hier das mittlere und das untere. Und dann bewegt sich nur noch das mittlere weiter. Und das ist jetzt die Art und Weise. Ah, und jetzt das Gewicht unten, jetzt geht's gar nicht. Jetzt muss man zurücksetzen. Das heißt, man hat auch nur so und so viele Versuche. Richtig, da muss man wieder zurücksetzen und von vorne anfangen. Oha. Das, und da würde ich jetzt scheitern. Das ist ein Trick. Der Trick ist im Prinzip nur rauskriegen, wie man das machen muss. Also oben muss 2, in der Mitte muss 2 und unten muss 1 stehen. Mal kurz überlegen. Die Mitte ist das, was sich immer weiter bewegt. Also würde ich mal probieren, wenn ich jetzt oben anfange. Okay. Das heißt, jetzt muss man sich wieder konzentrieren. Das ist manchmal ätzend. Ja, aber naja, was heißt ätzend? Es ist halt einfach schwer. So, und jetzt würde ich unten noch den linken Hebel einmal ziehen. Den linken. So, ja. Wirklich unten. Auf die 1. Das Problem ist, hätte ich das Rad jetzt nicht einen weiter laufen lassen,
hätte ich genau die richtige Stellung gehabt, um den jetzt zu haben. Aber jetzt passiert das. Beziehungsweise dann würde Naja, es weiterlaufen. es sieht fast richtig aus. Ja. Sagen wir mal. Ja. So, gemein. Ich setze nochmal zurück. Also eine Silbermedaille hast du. Ja, okay. So, also oben die 2 muss ich schon stehen haben. Nä! Wieder eins zu weit. Ja, da musst du dann noch mal Also resetten ich jetzt. muss. Ach so. Nee. Machen wir lieber so. Gut. Also ich muss oben die 2 stehen haben und in der Mitte eine 1. Dann kriege ich das hin. Ach, das ist doch relativ einfach. So. Und wenn ich jetzt den ziehe. Ja. Oh, und siehst du, da verhält er sich auch schon anders. Ja, aber hätte man sich nicht links einfach an das Seil hängen können und das runterreißen und das Thema wäre gegessen? Wenn die Physik des Spiels das erlauben würde, vielleicht. Ja. Gut, und da hat sich eben hier unten dieses lustige kleine Zahnrad geöffnet, das ja genauso aussieht wie das oben, was wir da gesehen haben. Ja, Pac-Man. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Während es hier schon wieder so ein bisschen dämmert. Wieso jetzt zu dem Zahnrad dahin? Bitte? Wieso möchtest du jetzt zu dem Zahnrad dahin? Vermutest du da etwas? Richtig, richtig. Ich finde das ein bisschen auffällig, dass es da eben noch ein Modell exakt des Zahnrades hatte. Und Bob, siehst du, das Große ist auch offen. Oh, das hat Bob der Baumeister aber gut gemacht. Dann würde ich sagen, dann geh mal hin, Bob. Ja. Jetzt gibt es aber eine Sache, die man gucken müsste. Das ist ein Zahnrad. In der Bibliothek gab es ein Buch, dass ein Zahnrad auf dem Buchrücken drauf hat. Ha? Und da werfe ich erstmal einen Blick rein. So, das ist das hier. Ja. Das ist dieses Buch und da hat es zum Beispiel die erste Skizze. Offensichtlich von einem Grundriss. Okay. Und diese Skizze wird gleich ganz wichtig sein, weil die das zum Beispiel ist, die mich lange Zeit in diesem Spiel blockiert hat, weil ich da eine Information nicht rausgelesen hatte. Und zwar sieht man hier irgendeinen Gang oder sowas, der kommt, sich aufspaltet und dann hier runter geht zu einem großen Raum. Dann gibt es hier einen komplett abgeschlossenen Raum scheinbar. Und dann gibt es hier noch einen Raum, der hier so eine Tür drin hat. Und dann geht es hier rum und sieht so aus, als wenn es hier drüben nochmal spiegelverkehrt genauso aussähe. Und das werden wir uns gleich mal angucken. Mal schauen, Das ob du heißt, noch. Bitte? die Information, die du da jetzt erlangt hast, die müsste jetzt reichen, um zu wissen, wie du weiterkommst. Im Wesentlichen erstmal. Ah, da ist das Ganze nochmal abgebildet. Drei kleine Inseln und eine in der Mitte. Oha. Ja. Gut. Stellen wir das Buch wieder zurück. Und machen wir uns einfach mal spontan auf den Weg. Ach, ich wäre so rümpelig, ich würde das einfach auf den Boden schmeißen und dann loslaufen, weil ich jetzt begriffen hätte, was ich machen muss. Ja, komm. Bücher sind was Wertvolles. Es kommt darauf an, was drin steht. Sagen wir es mal so. Ja, stimmt auch wieder. So, da haben wir wieder so ein Buch wie am Anfang, nur steht nicht Mist drauf. Und wieder ein Buch zum Reintatschen, was uns zu dem Ding bringt, was wir gerade skizziert im Buch gesehen haben. Jetzt weiß ich auch, wie die Entwickler auf Smartphones gekommen sind und Tablets. Die haben Myst gespielt und sich gesagt, hey, da kann ich ja auch virtuell Sachen antatschen. Ja, warum sollte man das nicht in ein Gerät packen?
Ja, das fehlt noch, so die Teleporter-App, wo man dann, sag ich mal, sich dann anguckt, den Urlaubsort anguckt und dann toucht man auf den Bildschirm und dann ist man da. Ja, dann touch mal. Ja, okay. Dieser wunderschöne Ladebalken macht mich sehr glücklich. Nein. Oh mein Gott, hier sind wieder Zahnräder, meine Damen und Herren, Richtig. Ladies and Gentlemen. Warum das so ist, das wird uns mit absoluter Sicherheit jetzt gleich der Quecksilber erklären. Richtig. Willkommen im Mechanical Age oder im mechanischen Zeitalter. Das ist nämlich so, so wird nämlich diese Welt in dem Büchlein bezeichnet. Und hier ist es wieder so, da ist wieder so ein Zahnrad, aber ohne dass da ein Buch drin liegt. Das macht natürlich, wenn ich jetzt mal doof sein darf, das macht ja die Rückreise quasi unmöglich. Schwierig, nicht unmöglich. Ach so, natürlich. War ja Ja. irgendwie ja klar. So, und das hier sieht aus wie die Treppe, die in dem Buch abgebildet war auf der einen Seite. Als wenn das, sag ich mal, runterfahren kann und zu einer Treppe wird. Und die hat es auch etwas, wo man offensichtlich einen Code aus Symbolen einstellen kann. Und dann aber nichts passiert. Naja, das heißt, man müsste natürlich jetzt irgendwie zusehen, dass man an diesen Code kommt. Ja, so, und dazu gehen wir jetzt erstmal in diese Festung hier rein, dieses drehbare Dingens, und das ist das Gebilde, dessen Grundriss abgebildet war. Hey Mensch, das sieht aus wie bei uns in Kiel ein Leuchtturm, der auch mitten im Wasser steht, der sogenannte Kieler Leuchtturm. Und ja, da kann man auch, da kann man sogar drauf wohnen. Das war sicherlich ein bisschen höher, ne? Der ist natürlich höher, aber der ist wirklich komplett ausgestattet. Das ist Da ja kann man interessant. drin wohnen, also jetzt nicht als Gast, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ich will mal eine Woche Leuchtturm buchen oder so, ne? Das geht natürlich nicht. Da arbeiten ja Leute drauf. Aber hier sieht es jetzt quasi nicht so aus, als wenn hier irgendwer noch arbeiten würde. Nee, aber eingerichtet ist es dennoch. Ein Bild hier, wenn ich mich nicht irre, von Napoleon. Weiteres Gemälde, ein mechanischer Vogel. Man kann die Sachen auch sich richtig, richtig hier umgucken und angucken. Und da hat es ja noch ein Gemälde. Und sich hinsetzen und alles. Jo. Was soll man jetzt hier quasi machen? Ja, im Prinzip gucken, was man machen kann. Was man hier zum Beispiel machen kann, ist diesen komischen, hässlichen Vogel andingsen. Oh, da muss aber einer sehr Langeweile gehabt haben. Du, es gab eine Zeit in der Geschichte, da waren solche mechanischen Spielereien extrem beliebt. Ja, Da haben die ja. das echt zur Perfektion getrieben, die Erfinder. Und hier hast du ein Fernglas. Kannst du da reingucken? Ja, eigentlich schon. Ah, jetzt geht Okay. er ran. Und da sieht man den Horizont. Ja, das ist natürlich sehr aussagekräftig, da den Horizont zu sehen. Er sieht Toll, natürlich ne? schön aus, das muss ich mal ganz klar sagen, aber das war's auch. Ja, ich muss sagen, wir haben gerade kleine Probleme mit der Framerate. Das ist gerade nicht so schön. Das liegt möglicherweise an diesen sich drehenden Kristallen da, dass da mein Computer gerade nicht mit klarkommt. So, und das Problem, was ich eben elendlange hatte mit diesem Spiel war, ich bin in diesen Raum reingekommen und habe mir echt alles bis zum Umgucken angeguckt. Ich habe echt alles geklickt und probiert, ob man irgendwas machen kann und sonst was. Ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, an einer Stelle zu gucken, nämlich da. Hat mich, sage ich mal, erst ein anderes Let's Play gelehrt zu sehen, dass hier eine Geheimtür ist. Und auch reingehen kann. Okay, da Und wäre ich ja. jetzt aber auch nicht drauf gekommen. Ja, und das ist die kleine Kammer, die in dem Grundriss abgebildet ist. Deswegen bin ich jetzt auch gerade eben nach links gegangen, wie wir reingekommen sind.
Und hier hat es offensichtlich Weinflaschen und Schatullen mit Geld und etwas Rotes, was, aha, siehe unten, eine Seite darstellen soll. Hier hat es allerdings noch etwas, noch einen Hinweis, nämlich ein zusammengerolltes Stück Papier. Cyrus, your greed sickens me. Your desire for wealth and plunder is never satisfied, and I will instruct my subjects not to pay your new tax, and you know they'll listen to me. Regards, Akenar. Offensichtlich ein Brief von dem einen Bruder an den anderen, wo er dann schreibt, Cyrus, deine Gier macht mich krank. Deine Sucht nach Wohlstand und im Plündern ist niemals zufrieden. Ich werde meine Untertanen anweisen, deine neue Steuer nicht zu zahlen, und du weißt, sie werden auf mich hören. Grüße, Akenar. Also die scheinen ja irgendwie nicht wirklich denn Freunde zu sein, quasi. Nicht so wirklich, nein. Hier haben wir dann offensichtlich Schatzkammer, vermutlich von Cyrus. Und hier liegt ja auch einiges an Goldbarren rum. Ja, das würde mich natürlich interessieren für meinen persönlichen Hausstand. Ja, die kann man leider nicht mitnehmen in diesem Spiel. So. Das ist natürlich jetzt gerade sehr schade, so gerade um diese Uhrzeit auch zu sagen, das kann man mitnehmen, wo ich doch kurz vor meinem Traumland bin. Ja. Guti. Dann würde ich sagen, schauen wir im nächsten Videopart weiter, denn die 20 Minuten sind schon wieder um. Das ging leider sehr, sehr schnell. Aber da könnt ihr gleich weiter gucken. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen hier bei Let's Play FK in Kooperation mit Quecksilber. Was heißt, Quecksilber spielt? Ich gucke zu. Ja, ich gucke zu, Freunde, ich spiele gar nicht. Das ist das erste Mal, dass ich dabei bin, aber nur zugucken muss. Und quasi hier sitze, mich fertig mache innerlich, so nach dem Motto, du musst das so machen, aber ich muss die Fresse halten. Also, Freunde, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Daumen hoch, Abo dalassen. Alles wie gewohnt. Daumen hoch. Bis dann. Ciao. Tschüssi.